So, guten Morgen, willkommen zu einer neuen Ankündigung. Muss ich ja regelmäßig machen, weil ich so unglaublich bin. Egal, Karl, es geht heute als erstes um die Wahl, die beendet ist und mit einem schönen Abstand hat Warcraft 1 gewonnen, welches ich gestern auch schon mal aufgenommen habe, so ein bisschen. Und ich muss sagen, ihr hasst mich wirklich, oder? Das hat so ähnlich komfortable Funktionen wie Dune 2, also so fast überhaupt nicht. Aber wie ich feststellen durfte, kann man schon einen tollen Rahmen um die Einheiten ziehen. Ganz große Klasse. Ganz groß. Ja. Aber egal, Karl. Solange sollte das Spiel nicht dauern. Also ich weiß nicht, wie viele Missionen es gibt, aber die ersten haben sich recht gut gespielt. Wird sich wahrscheinlich ändern und ich werde es bald noch bereuen, diese Aussage. Aber wen? Und ich werde das auch dann für die Nachfolgeprojekte hier praktisch, habe ich schon mal angefangen, so erste Kandidaten zu sammeln, die ich noch nicht getestet habe. Werde ich das wahrscheinlich fortsetzen, wobei, naja, Spellforce dauert noch wegen, von daher ist das noch weiter ferne. Shooter werde ich dann, sobald ich Stalker und Turok 2 beendet habe, dann zusammenführen und ja, ich muss mal die Anzahl meiner Projekte ein wenig reduzieren, habe ich mir gedacht. 2014 muss ich auch mal weiterspielen, jetzt wo DOSBox halbwegs flüssig wieder läuft. Also wie gesagt, es kann sie noch erweitern, kürzen, mal schauen. Und wie da so die Beteiligung ist. Die erstaunlich hoch war hier mit 40 Votes. Bin voll beeindruckt. Aber warum wählt ihr dieses Spiel? Ihr hasst mich. Was? Eins? Ich dachte, das wäre drei. Voll scheiße. Irgendwie würde mir das nicht mal wundern, wenn sie da beschweren, wieso ich jetzt den ersten und nicht den dritten Teil spiele. Aber egal. Das ist nicht mein Problem. Und zweitens geht es noch um den Livestream. Ja, aufgrund zeitlicher Dinge und so. Wird er jetzt erst nächste Woche Samstag sein. Den 20.07. um 20 Uhr. Also im Prinzip morgen in einer Woche. Hey, ist genau 20 Uhr. Ich bin voll gut. Und ja, ursprünglich wollte ich. Gehst du mal wieder weg, danke. CNC nochmal spielen, den ersten Teil. Allerdings mag das so das nicht. Also, das Aufnahmeprogramm mag nur Dedraw, das Streamingprogramm. Und Dedraw mag mein Rechner nicht. Da ist es sehr imperformant. Scheiß Leistung und so, ne? Könnt mir ruhig einen neuen kaufen, dann kann ich das ändern. Kostet nur 4.000. Ja, deswegen haben wir gedacht, stream ich irgendwas anderes. Es gibt ja genug Spiele. Habe ich gedacht, ich nehme aber das zweitplatzierte Spiel. Unglücklicherweise will das nicht flüssig laufen mit Aufnahme und Streaming. Also bin ich einfach weiter zum nächsten Gang. Act of War. Das habe ich gestern Abend schon mal getestet. Läuft ganz gut. Habe ich mir gedacht, so für den ersten Stream, die ersten Streams, mal gucken, wie es läuft. Jetzt play ich hier mal die Kampagne so. Mit Chat, also ich selbst werde das im Fenster spielen, läuft mit Streaming ganz gut, haben wir gesehen gestern. Und vielleicht kommt ja jemand. Also 20.07. 20 Uhr. Wenn jemand Lust und Zeit hat. Dämon ist da und Delphinio und das war's. Sind wir noch realistisch? Mehr als die zwei werden eh nicht da sein. Jo, das war im Prinzip meine Ankündigung. Mein Kanal auf Twitch. Habe ich alle Videos gelöscht? Ich hoffe noch mal. Wir hatten da gestern noch so ein paar andere Tests-Videos und da sind einige Sachen da drauf, die sollte man vielleicht nicht im Internet lassen. Und wie gesagt, also, wie gesagt, man kann mir auch weiterhin vorschlagen, das ist nur so eine Auswahl aus der Liste. Fällt mir ein, ich muss Warcraft 1 mal hier jetzt streichen. Ja. Das kann sich also noch ändern hier, aber das ist so eine erste Einschätzung, was denn so kommen könnte. Was aber wäre noch aufgrund der Länge von Spellforce, Stalker, Turok 2 noch dauernd wird, wie gesagt. Strategie, keine Ahnung. Warcraft 1, ja gut, man kann sie ungefähr abschätzen, wenn man die erste Kampagne durch hat. Ja, das war's im Prinzip. Nun verabschiede ich mich wieder. Bis zum nächsten Mal, wenn ich euch mit unglaublich wichtigen Informationen, die immer wichtig sind, wenn es um mich geht, informiere. Ja. Ja, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.